Einen wunderschönen guten Abend. Also heute hatte ich wirklich einen sehr guten Tag. Ich konnte den ganzen Terminplan einhalten und musste diesmal keine Absagen machen. Also sauerstoffmäßig ging es mir sehr gut. Nur kurz in der Früh habe ich es gespürt und das war auch der Grund, warum ich dann die Inhalation schon vor dem Frühstück gemacht habe und nicht erst nach der Fangpackung. Also ich weiß es nicht, es wäre vielleicht sogar egal gewesen, aber jemand dann gedacht, sicher ist sicher und ich gehe vor dem Frühstück hin, wie ich es morgen mache. Es kann sein, dass ich es morgen vor dem Frühstück mache oder nach dem Muskelaufbautraining, aber das werde ich dann noch sehen, wie ich es machen werde. Ja, morgen fängt der Tag wieder um 7:30 Uhr an, also um 6:45 Uhr ist natürlich wie immer Frühstück. Um 7:30 Uhr fängt es dann an, wie gesagt, mit dem Muskelaufbautraining. Um 8:30 Uhr habe ich dann ein Wasserfunktionstraining, also auf das freue ich mich schon und ich werde mich wahrscheinlich dann gleich umziehen und mit dem Bademantel runtergehen. Um 9:30 Uhr habe ich ein Atemwegstraining. Um 10:45 Uhr habe ich dann die Wandergruppe. Um 11:30 Uhr das Mittagessen. Um 12:30 Uhr habe ich dann eine Beratung für einen Trainingsplan. Das kann ich euch dann morgen genau sagen, was da besprochen wurde. Um 13:30 Uhr habe ich ein Krafttraining und um 17 Uhr dann das Abendessen. Ja, das war natürlich der Trainingsplan für heute. Ja, was ich sonst so erlebt habe, ist natürlich, dass heute, wir hatten natürlich, also wie gesagt, ich hatte um 8:30 Uhr das Herz-Kreislauf-Training und um 13 Uhr das therapeutische Training. Also mir ist eigentlich aufgefallen, dass wir irrsinnig viele Leute sahen und dass wir auch beim therapeutischen Training schon fast ziemlich eng beieinander waren. Und auch beim Herz-Kreislauf-Training waren wir heute so viel, ich glaube über 16 waren wir da, ich habe die Leute nicht gezählt, aber wir waren so eine große Gruppe, dass wir dann ins Freie rausgegangen sind und die Übungen natürlich gemacht haben. Ja, dazwischen war ich natürlich immer inhalieren, weil ich habe das dreimal täglich gemacht, das was mir natürlich sehr hilft. Ja, und was ich am Abend erlebt habe, ist natürlich, dass ich dann erst einmal nach dem Abendessen inhalieren war. Habe ich natürlich dorthin setzen wollen, aber es war schon her dort, der hat dann kleine 10 Minuten, habe ich dann gesagt, na gut, ich gehe eine kleine Hausrunde. Der hat dann, glaube ich, bei 10 Minuten gedauert, dann war der Herr schon weg, dann habe ich die Inhalation machen können. Ja, dann ist eine Frau gekommen und hat gefragt, ob wer da ist, hab ich gesagt, nein. Und sie könnten ja auch die Schwester via Notruftaster rufen, wenn es dringend ist, aber es war, glaube ich, nicht so dringend, weil sie einen Pflaster braucht, aber das wusste ich ja vorher nicht. Ja, also sie wollte das nicht tun, dann hat sie sich irgendwie niedergesetzt und dann hat sie einen Schrei von sich gegeben. Dann habe ich natürlich nochmal die Inhalation unterbrochen, dann bin ich rausgegangen und habe natürlich einmal gefragt, ob eh alles in Ordnung ist und ob sie Hilfe braucht. Weil also ich habe momentan wirklich gedacht, dass irgendwas passiert. Aber es war dann alles in Ordnung und sie hat dann gesagt, nein, ich habe mich nur irgendwie schlecht niedergesetzt und deswegen wird sie auch geschrien haben, nehme ich an, oder ja, oder halt einen lauten Ton vor sich gegeben haben. Ja, dann kam noch ein Mann wegen einer Infusion, aber dann ist eh dann in Kürze die Schwester gekommen und die hat dann die beiden natürlich betreut. Ja, heute am Nachmittag wollte ich einen Film machen, also gleich nach dem Atemwegstraining mit dem Gerät. Ja, man gedacht, ja, ich werde den Film machen. Leider war der Speicherplatz zu gering, das was ich zuerst nicht beachtet habe. Ich habe auch nicht geschaut, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Mir ist dann nur aufgefallen, dass dann der Film abgeschnappt ist. Ja, ob ich den Film veröffentlichen werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Ja, und dazwischen war natürlich auch dann also dazwischen habe ich auch meine Vis-à-vis-Nachbarin getroffen. Ihr ging es natürlich auch nicht so gut. Entschuldigung, dass ich mir jetzt kurz die Nasen. Also der ging es dann auch nicht gut. Und
Ja, und ich habe sie dann auf die Bettenstation begleitet. Ich habe gesagt, nein, sie soll zum Arzt gehen. Also ich habe sie dann eben runter begleitet. Dann wurde sie auf der Bettenstation betreut. Und ja, dann ist wieder alles in Ordnung gewesen, weil sie war beim Abendessen dann anwesend. Ja, und dann wollte ich natürlich nach diesem, also nachher dann noch einmal den Film machen, weil dann habe ich mir den Speicherplatz freigemacht. Aber dann hat es halt leider geregnet und dann konnte ich ihn nicht mehr machen, weil im Regen möchte ich auch nicht unbedingt spazieren gehen und ich glaube, fürs Handy ist das auch nicht so gut. Ja, also wie gesagt, das habe ich heute erlebt und ich bin natürlich dann auch wieder ins Café ausgegangen und mich dort mit Leuten unterhalten. Und so gegen 19:30 Uhr circa sind wir dann aufs Zimmer gegangen. Ja, jetzt nehme ich das Video auf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mehrmals wiederholt das Video, weil mir das und das dann nicht gefallen hat. Ja. Was ich heute mache, ja, weiß ich eigentlich noch nicht. Ich werde jetzt einmal schauen, dass ich alle Videos auf TikTok aufspiele. Auch da, ah ja, und eines habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ich bin dann nach der Wandergruppe kurz am Zimmer gewesen, weil ich am Balkon was lesen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass eine Therapiegruppe geübt hat. Also ich habe das schon bei der Wanderung eigentlich bemerkt, dass die Leute draußen waren. Aber ich habe dann, wie gesagt, vom Balkon noch einmal eine Übungsgruppe oder eine Trainingsgruppe gesehen. Ich habe da kurz einen Film gemacht, damit ihr euch vorstellen könnt, was da ungefähr für Übungen bei den Trainings stattfinden können. Ja, also für mich war es eigentlich ein sehr erfolgreicher Tag. Ich hoffe, ihr hattet auch einen wunderschönen Tag. Morgen geht es halt wieder sehr zeitlich los. Und wenn ich vorher schon in der Linie gehe, dann sogar noch zeitlicher. Ja, was das länger dableiben betrifft, ich habe mich jetzt doch entschieden, dass ich am 14.09. Nach Wien fahre, da ich da noch was wegen meiner Wohnung zu erledigen habe, wenn mir der Gasanbieter, Entschuldigung, dass ich jetzt noch einmal, mir juckt die Nase heute, das ist, ich weiß nicht, was da heute los ist. Also sorry, dass ich mal kurz sehe. Aber ich weiß nicht, was heute los ist, mir juckt die Nase, das ist, ja. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, eben doch am 14.09. nach Hause zu fahren, da ich mir einen neuen Gasanbieter suchen muss, weil der hat mir mit Oktober gekündigt. Und das muss ich natürlich dann auch noch erledigen, dass ich da finde. Ich werde wahrscheinlich, ja, ich möchte da jetzt keine Werbung machen, darum sage ich es jetzt nicht, wo ich wahrscheinlich hingehen werde, aber wie gesagt, das soll kein Werbevideo werden. Ja, also wie gesagt, ich werde auch schauen, dass ich die anderen Wege noch aufnehmen kann. Ich hoffe, dass ich noch alles schaffe. Ja, und wie gesagt, für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ich halte euch weiter auf dem Laufenden.